Microsoft Windows Defender Advanced Threat Protection ist eine Endpoint-Protection-Lösung von Microsoft im Cloud-Umfeld, welches es sich zur Aufgabe gemacht hat, Schwachstellen innerhalb der Infrastruktur und auf dem Client zu identifizieren, zu klassifizieren, aufzubereiten und dem Security-Admin aufbereitet zur Verfügung zu stellen. Ich brauche, wenn ich den Windows Defender als Endpoint Protection Solution, als klassische Virenschutzlösung auf meinem Windows 10 schon installiert habe und ihn nicht abgestellt habe, keine weitere Lösung, um die Microsoft Defender Advanced Threat Protection problemlos zu betreiben. Ich sollte den Defender auf jeden Fall aktiviert haben, hat den Grund, da der Defender die Daten aus dem Betriebssystem abgreift, diese auch vorklassifiziert und dann quasi über die ATP weiterreicht. Die ATP an dieser Stelle nutzt den Defender ATP als Informationsquelle, um Gefahrenstellen, Schwachstellen innerhalb der Umgebung aufzuklären, aufzudecken. Die Defender ATP ist grundsätzlich eine vollumfängliche Lösung. Ich habe sowohl klassische Endpoint Protection Features mit rein verbaut, wie Virenschutzerkennung und Sandboxing, habe aber genauso die Möglichkeit, die Cloud im Backend zu nutzen, um das Ganze nochmal eine Stufe größer zu skalieren. Meine Clients senden dabei gezielt Daten und Informationen an mein Security Dashboard, welche mir dann gezielt aufbereitet anzeigt, welche Schwachstellen, welche Gefahrenstellen habe ich, läuft vielleicht gerade aktuell sogar ein Angriff und wie kann ich diesen Angriff verschmälern, unterbinden und das Risiko generell klassifizieren. Ich kann den Defender ATP selbstverständlich auch nutzen, wenn ich aktuell kein Netzwerk, kein Internet habe, beispielsweise am Flughafen, im Flugzeug, überhaupt kein Problem. Der Endbenutzer profitiert davon selbstverständlich weiterhin vom integrierten Machine Learning. Das passiert auf dem Betriebssystem, ganz ohne Netzwerkanbindung, während ich, wenn ich wieder im Netzwerk zurück bin, die Daten aufbereitet, natürlich trotzdem weiterleiten und weitersenden kann. Das Microsoft Surface als Hardwarelösung von der Microsoft funktioniert selbstverständlich am besten mit dem Betriebssystem Windows 10. Dafür ist es entwickelt worden. Bedeutet, hier habe ich auch die beste Sensorik. Das funktioniert am problemlosesten. Ich erkenne am schnellsten Gefahren und Schwachstellen eben genau, weil Hardware und Software-Betriebssystem so optimal aufeinander abgestimmt sind. Ich schaffe mir zum einen natürlich die Möglichkeit, ein großes Bild darüber zu schaffen, wie sicher oder unsicher ist meine Infrastruktur im Generellen. Ich habe eine sehr gute Übersicht darüber, wo liegen meine Schwachstellen auf dem Endclient, also auf dem Client, den der Benutzer verwendet, und wie kann ich diese Schwachstellen zukünftig schließen, reduzieren oder sogar ganz ausblenden. Das Ganze mit der Skalierung, die der Defender ATP bietet, auf das Gesamtunternehmen gesehen, ermöglicht es mir da ein sehr präzises Bild darüber zu geben, was habe ich eigentlich im Einsatz, wie hoch ist die Security in meiner Infrastruktur.